Willkommen zurück zu WarioWare Touched! Erstmal ordnen. Ihr seht, wir haben einen neuen, und zwar das ist hier Ultra Mix. Und das ist, glaube ich, der interessanteste überhaupt im Spiel. Diese brutale Spielermischung fängt schwierig an und wird dann immer schlimmer. Und ich glaube, vor allen Dingen, sie ist einfach schnell. So habe ich das in Erinnerung. Ich glaube, da habe ich auch gehangen lange Zeit und habe es Jahre später probiert. Ja. Ihr merkt es am Speed, an der Geschwindigkeit. Die wollen einen hier nicht zur Ruhe kommen lassen. Alles durcheinander, ohne Bosse, ganz zackig. Was? Und ich glaube, hier geht es um die Geschwindigkeit. Ich glaube, Stufe 2 und 3 kommen hier gar nicht oder sehr spät. Sollte es nur ganz schnell hinbekommen. Aber die Spiele jetzt kennen, sollte das gehen. Ist ja nicht so, als würden wir schon genug Zeit irgendwie hätten. Also ob nicht alles schon schnell genug gewesen wäre. Nein, einfach nochmal verdoppeln, verzehnfachen die Geschwindigkeit. Was? Das hat nicht gezählt. Ein Käfer am Baum. Ja, bis ich erstmal die 3DS zu mir geholt habe zum Pusten, ist ja schon lang alles wieder vorbei. Na, richtig kommentieren können wir das auch nicht können. 13 Punkte ist nicht okay. Mindestens 30. Haar ausgerissen. Jetzt mal gucken hier. Ja, das ist ja wohl Kinderkram bis jetzt. Jetzt haben wir die eher einfachen Games. Aber auch alles viel schneller. So ist es halt. Okay, er funktioniert. Jetzt läuft's auch einigermaßen, oder? Ja. Ah, so schnell kann man nicht tippen, Mann. Okay, kann man schon. Ja, bis ich da erstmal Luft geholt habe, Mann. Manche Spiele sind halt nicht so gut für die Schnelligkeit ausgelegt. Mann! Nicht euer Ernst, ey. Nochmal! Zweimal die Welt aufgeschnitten. Knöpfe! Ein Alien! Ist aber nicht der letzte Teddy, ne? Ist klar. Das ist der vorletzte. Ist der letzte noch schneller und schlimmer? Wir werden sehen. Ha, den Anfang kriegt man ja einigermaßen hin, ne? Aber dann wird es irgendwie ab der 10 sau schnell und schwer. Was? Ich habe so schnell auf die 2 getippt, dass er nicht gezählt hat. Mann! Ja, pusten! Wie schnell denn? Pust-Minispiele zwischendurch sind böse. Mann, Mann, Mann. Das ging mal gut hier. Bee! Englisch für Biene. Blubbern. Danke, Luigi. Jetzt geht's. Ja. Was sind die denn so assi? Übertreibt man nicht. Hab doch gezählt. Er wäre doch weitergefahren. Ah. So schnell, ey. Mann, Mann, Mann. Bin bereit. Da geht er ganz schön ab, ey. Warum hat es nicht gezählt? Ihr habt gesehen, dass er angekraxelt war. Muss man da 2-3 Mal dran rütteln oder was? Mann, 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 ey. Das war knapp.
Pommes! Alter! Wario, Wario, ey. Geld einkassieren, das kann er. Ach, dammit! Also manche Spiele sind einfach zu schnell dann. Thank you. Aber überlegen, muss man auch pusten zum Abkühlen halt. Zu viel pusten! Wollte gerade sagen, komm mal was anderes außer pusten. Wie sollst du deine Strecke mal innerhalb von einer Zehntelsekunde, ey? Mann, nochmal. Da ist er. Also wirklich kommentieren kann ich jetzt nicht mehr. Guckt euch das doch mal an, wie das abgeht. Aber ich will es hinkriegen. Aber das Pedobär-Gesicht, ey, ganz im Ernst. Da, Wario, kriegst den Rücken gekratzt. Da sind die Kirschen. Und du schwimmst um dein Leben. Katzenparty? Was? Ja, die stehen ja richtig, ne? Ist ja gut. Sieht gut aus. Krieg's hin. 30 will ich. Immer schneller. Mann! Das ist einfach. Okay. Und zählt es nie! Geschafft! Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Der Rekord wird aufgestellt. Weltrekord. Nee, Spaß, aber trotzdem. Kriegen wir sogar die 40 hin? Jetzt auf, immer weiter. Keine Müdigkeit vortäuschen. Oft kommt das noch vor. Wow. Ah, das war's dann. Alter, habt ihr sowas schon mal gesehen? Wundert mich gar nicht. Okay, das war aber in Ordnung. Dafür gibt's jetzt den letzten. Aber ich glaube, das war der übertriebenste, das war der schnellste. Erstmal noch die Games, ne? Aus dem Ufer von Orbodon rausschütteln. Zum einen haben wir denn das. Was ist das denn? Juggle Boy. Der jongliert. Wir müssen jonglieren. Juhu. Macht nix. Air Dude. Was ist das? Fertig. Nein, was soll ich machen? Oh.
Nee, ich wusste nicht. Das geht darum, wie viel Puste du hast. Alter. Das permanent Pusten, dass der möglichst lang hält. Ohne mich. Ich muss noch kommentieren. Und das ist... Okay, kann man sammeln mit dem Touchpen. Und wegpusten mit... Pusten. Juhu, Kreischgröl, Ausflip, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zum... So, ich dachte mir, wir können dann zum letzten kommen. Allerdings, der ist ja gar nicht da. Warum ist denn der nicht da? Jetzt muss man denn noch irgendwas tun? Müssen wir denn noch besser sein? Müssen wir die 50 erreichen oder was? Das probieren wir jetzt. Oder es muss was anderes sein. Wir haben irgendeinen Charakter nicht zur Genüge gespielt und so. Ja, der letzte Teddy ist halt nochmal ganz übertrieben, ne? Wo es halt vor allen Dingen nur um die ganz schweren Level geht. Hier sind es ja auch die leichten, aber in einer unnormalen Geschwindigkeit. Don't know, was ich da jetzt irgendwie falsch gemacht habe. Wir probieren hier weiterzukommen. Aber das ist auch der Mix, der mir am meisten Spaß macht, den ich am coolsten finde, auch wenn er so schnell ist. Und total. Kommst du auch schnell weiter, sag ich mal. Und viele sind ja auch machbar. Vor allen Dingen, weil sie jetzt halt kennen. Reagieren. Das ist das Rezept. Ja. Ach. Fällt mir nicht viel zu ein. Ja, Mann! Wie viel noch nacheinander pusten, ey? Das ist doch nicht wahr. Und das ist jetzt die ganze Zeit jetzt 30 ohne einen Fehler oder was? Glaubst du selber nicht. Aber wir können es ja probieren. Oder auch nicht. Weiß nicht. Auch mal so, noch 3 Versuche. Wenn das bis dahin wir die 50 nicht geschafft haben, dann ist es halt so. Ich würde das Let's Play ohnehin nicht als 100% bezeichnen, weil man noch, glaube ich, noch eine Galerie hat, wo man die Minispiele auswählen kann. Und es ist möglich, dass wir an bei irgendeinem Charakter irgendein Minispiel noch nicht hatten. Und da müssten wir für die 100% so lange spielen, bis wir bei dem und dem Charakter jedes Minispiel gefunden haben. Das bringt's ja nicht. Aber ich würde hier schon jetzt noch was weisen wollen, ehrlich gesagt. Ultramix. Sehr gut. Super Dreieck. Der schwimmt in seinem Leben. Der frisst nicht schnell genug. Ja, wie soll man das Lion denn machen, wenn er nicht schon richtig steht? Was habe ich jetzt falsch gemacht bei Balloon Fight? Alter. Das ist der vorletzte Versuch, ne? Wie er läuft, ne? Wenn das nochmal kommt, man kann auch den, quasi den Looping laufen lassen, also im Kreis, dass er der Schwerkraft trotzt. Der Fuzzi eben, der nach Hause will. So komplett rumdrum drehen, das ist echt böse, Mann. Was? Hör ich doch. Ich dachte, ich hab den Tropfen. Wenn manches daneben geht, weil ich rede und dann pusten kommt, deswegen machen wir jetzt volle Konzentration ohne mein Gelaber. Pass auf.
Der helle Wahnsinn! Habt ihr wenigstens gesehen, wie ich den einen Kerl drumherum geschickt habe? Ich mach's nochmal, aber mit Konzentration. Tja, ich mach's dreimal, jetzt habe ich schon viermal versucht, aber ich bin trotzdem gewillt, einen allerletzten Versuch mit euch zu starten, aber wirklich der letzte Versuch überhaupt auf Doom, also los! Sonnet. Bringt nix, es bringt nix. So schnell schaffe ich es nicht mehr so weit. Naja. Ich denke trotzdem, was wir WarioWare Touched gesehen haben. War ein schönes Spiel, hat zwei schöne Momente und ja, machen wir was anderes. Und die Storys waren auch teilweise ganz lustig. Damit endet das Spiel aber. Das Let's Play zumindest. ja. Danke fürs Ansehen. Wenn ihr irgendwann Sommer oder Herbst so WarioWare Smooth Moves nochmal sehen wollt, nur zu, raus mit der Sprache. Noch ist mein altes Let's Play eigentlich sehenswert. Oder Game & Wario für Wii U, habe ich auch Let's Played, wer das noch nicht gesehen hat. Ab in die Playlists mit euch schon anschauen. Das wäre es aber jetzt mit Touched gewesen, danke fürs Ansehen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Freunde, bis dann und ciao.